die Pfahlbauten in Unteruhldingen am Bodensee. Das ist heute unser Ziel. Wir mussten jetzt erstmal unser Auto ein bisschen abseits abstellen, sind durch ein schickes Wohngebiet gegangen und jetzt schauen wir uns dieses Weltkulturerbe mal genauer an und bringen hoffentlich ein paar schicke Aufnahmen mit. Viel Spaß dabei. So cliche, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Auf geht's. Rauchen, offenes Feuer ist hier natürlich verboten. Warum nur? Und ich darf auch in den Gebäuden nicht filmen. Da wurde ich eben extra darauf hingewiesen. Da gibt's Urheberrechte drauf. Und ich halte mich natürlich wie immer an diese Regelung. Ja, Lilly, sowas als Wohnung oder als Haus wäre doch auch nicht schlecht, oder? Ist bestimmt gemütlich. Natürlich mit WLAN-Anschluss und Kabel. Ja, bitte. Hier in diesem Material, was innen hohl ist, haben wir schon gesehen, nisten ganz viele Insekten drin. Oh, so ein schöner Ausblick. Ich drehe mich mal. Herrlich, ne? Jetzt mal ohne meine Fratze. So, jetzt mal von der anderen Seite gefilmt. Da vorne, wo ihr die Leute seht, das war ein Kamikaze-Vogel. Standen wir eben auch gerade. Gehen jetzt hier weiter. Ein schönes Pfahldorf. Großes Areal, schön am Ufer, am See, ist auch eine tolle Sicht heute. Ich hoffe, man kann gleich nochmal rumgehen. Nicht, dass es das schon war. 26 Euro haben wir jetzt bezahlt für die Runde. So, zweite Runde. Wir gehen den Rundgang jetzt nochmal. Es ist etwas leerer und das heißt, ich kann halt eben auch besser Aufnahmen machen. Und da ich ja auch so schüchtern bin, stelle ich mich nicht immer mitten vor die ganzen Menschen und laber in die Kamera. Im Jahre 3917 vor Christi Geburt entstanden hier am Bodensee die ersten Pfahlbauten. Muss man sich mal vorstellen, das ist 6000 Jahre her. Zweimal rum. Wir verlassen jetzt die Pfahlbauten hier in Unteruhldingen am Bodensee. Wirklich empfehlenswert. Das ist mal was anderes. So, 50 Meter hinter uns seht ihr jetzt die Schlange vor dem Pfahlmuseum. Wie ich immer sage, früh kommen, früh abhauen ist tatsächlich am besten.